EA Sports. It's in the game. Und damit herzlich willkommen zurück beim Gary und beim FC Hansa Rostock. Unfassbar, es geht hier doch noch weiter. Ich hoffe, dass ich jetzt alles so weit hingekriegt habe, dass das hier läuft. Ich habe den FM am Laufen gekriegt, ich habe wieder mein Aufnahmeprogramm am Laufen gekriegt, so weit, dass der mit dieser Auflösung vom FM, die ja nicht mehr den heutigen Auflösungen des Systems entspricht, läuft und ich nicht irgendwie nur ein Dreiviertelbildschirm sehe oder überhaupt nichts sehe oder was auch immer. Jetzt muss nur noch nachher mein Render-Programm funktionieren, so wie es soll. Macht es im Moment auch noch nicht. Aber wenn es das tut, dann... Oder wenn ihr mich hört, dann hat es das getan. Ne? Also ist jetzt für mich ein bisschen komisch, weil noch tut es nicht. Aber wenn das hier online ist und ihr mich verstehen könnt, dann tut das seinen Sinn und Zweck. Wir müssen ein bisschen gucken, wie das abläuft mit meiner Stimme im Vergleich zum Spiel und so. Ob ihr mich hört, ich weiß noch nicht. Das kann sich jetzt alles nur noch um Jahre handeln, bis wir das eingestellt und eingespielt bekommen. Vergebt mir, bitte gebt mir Feedback, wenn irgendwas nicht stimmt. Ich bin erstmal froh, dass ich wieder hier im Spiel bin. Das ist ja eine Tortur, wenn man schon vorhandene Daten oder ja, Daten, die man schon gemacht hat, hier wieder reinbringen will und ach, komm, hör mir auf, ey. Dann, also das war eine Woche, ich sag's euch, ey. Ha, jetzt endlich wieder FM-Zeit. Schalke lädt ein, Hansa Rostock kommt natürlich. Schalke, die wollen Vierter sein, stärketechnisch sind nur Achter. Und wir wollen nicht Elfter sein, sind wir Elfter von der Stärke her, sind aber Neunter in der Tabelle. Also von daher kommen wir hier mit einer breiten Brust, weil wir liegen über unserem Soll. Und die Schalker sind aber sauer. Die Schalker sind sauer. Die wollen hier Punkte holen gegen uns. Und da müssen wir uns gegenwerfen, ne, mit allem, was wir haben. Top-Spiel an diesem Spieltag ist Leipzig gegen Borussia Dortmund. Dann haben wir Leverkusen gegen Stuttgart und Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt. Da sind wir gespannt. Es gab keinerlei Meckereien wegen meinen Ausstellungsideen. Von daher lassen wir die einfach genau so, wie ich sie aufgestellt habe. Gucken uns das an. Ronny, ich habe von dir immer noch kein Bild neu gemacht. Aber ich bin froh, dass ich überhaupt die alten Spielerbilder und so weiter und so fort alles wieder hier drin habe. Weil mein System letzte Woche Sonntag, also vor fast einer Woche, ist einfach mal kaputt gegangen. War weg. Ja. Dann habe ich eine dritte Festplatte angeschlossen, die ich eh noch hier rumliegen hatte, weil ich die mir mal draufschmeißen wollte. Das war eh eine schöne. Hier freue ich mich jetzt, dass die drauf ist. Habe dann mein System auf die dritte Festplatte installiert, von da aus gebootet und dann auf die erste Festplatte, wo das System kaputt war, konnte ich zumindest auf meine Dateien zugreifen und so weiter. Also ich sag's euch, es war ein Akt, es war ein Riesenakt, aber es hat alles funktioniert, so wie es soll. Wunderbar. Oh. Und jetzt ist der hier, der Gary, und ist wieder zurück und freut sich einfach, dass er hier ist und hier sein kann und hofft jetzt, dass wir gegen Schalke richtig punkten können. Mann, Mann, Mann. Kommentarmäßig gab es nicht so viele von euch, ist aber auch okay. Dafür wieder viele Daumen und viele Views. Ganz interessant, Johannes mittendrin hat hier seine FM18-Karriere jetzt beendet. Und er hat bis 2083 gespielt. Der hat richtig viele Statistiken reingebracht, wie es bei ihm gelaufen ist. Guckt mal ins letzte Video, also in das Bayern-Video, wenn euch das interessiert. Ich habe schon einiges durchgelesen, finde es super witzig. Rekordnationalspieler Mario Götze, das wird nicht mehr der Fall, glaube ich. Aber also auch nicht bei uns, aber insgesamt sehr, sehr witzige und interessante Sachen dabei. Joa, was gibt's da noch zu sagen? Also mal hier runterscrollen, es war so viel, es ist unfassbar viel, was der hier reingepostet hat. So, dann hat man auch Chemie Leipzig, der war hier in Frankfurt, hat ihm gut gefallen hier in Frankfurt, ich war ja nicht da. Guck mal, ich hab's mit Ansage schon gesagt, ach, ich bin so K.O. und so, ne, und auch nicht so richtig Lust, mich da nochmal rauszuquälen nach dem langen Arbeitstag. Und dann zwei Tage später macht der PC kaputt. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte noch einen Kater gehabt an dem Tag, ne, weil wir da so richtig einen drauf gemacht hätten. Ach, da wäre ja noch schlimmer gewesen. Da hätte ich hier alles zerstört wahrscheinlich. Na gut, egal. Schön, dass es dir hier gefallen hat und gut, wenn es Chemnitz geholfen hat. So, und dann hat man noch Rolli Schumann, der hat gesagt, die Moral bei den Spielern kann richtig ätzend sein. Nervt ihn beim FM auch immer. Ja, das ist das Problem, finde ich, vor allen Dingen, weil wir sind ja jetzt nicht so, dass wir hier unter unseren Erwartungen sind. Weißt du, wenn wir jetzt Achter eingeplant werden und wir werden Elfter oder so. Dann kann ich ja verstehen, dass man sagt, ach komm, ey, da fehlt uns noch was und oh, wir sind nicht gut genug oder so oder wir setzen nicht um und so. Könnte ich nachvollziehen. Aber wir sind besser als unsere Mannschaftsstärke und dann sind die trotzdem moralisch am Boden. Das ist doch scheiße. So, wir gucken auf jeden Fall mal zum FC Schalke 04 in die Veltins Arena, wo Rostock antreten wird. Und ja,
Anstoß, Fehlpass, du kannst gehen. Amine Harit holt sich den Ball, dribbelt sich durch die Abwehr von Hansa Rostock. Dann ist da Philipp Köhn, der hält den Ball. Landsparade, Philipp Köhn. Es wird weiter am FM20 gearbeitet. Helft mit. Ich habe keine Ahnung, ich habe mal hier reingeguckt, aber ich habe erstmal meine ganze Energie da reingesteckt, das hier überhaupt ans Laufen zu kriegen. Und dann auch noch die Aufnahmesachen. Deshalb weiß ich im Moment nicht, was hier vielleicht noch für hier so einstellungsmäßig. Ja, das scheint sogar echt alles übernommen worden zu sein. Gut, dass ich einfach alles Copy-Paste gemacht habe. Hat gut geklappt bisher. So wie es aussieht zumindest. Ja, Bernd Deißler macht's da gut gegen Alessandro Schöpf. Der war schon fast durch, aber der grätscht dann da den Ball im letzten Moment noch weg. Der junge Bernd passt jetzt auf Torben Inselmann auf die linke Seite. Der flankt dann auf Paul Barré und der macht das Tor 1:0. Nein, die Fahne ist oben, die Fahne ist oben. Ralf Fährmann ist glücklich, holt den Ball aus dem Tor. Das hätte es doch sein können. Jetzt die Schalker kurz vor der Halbzeitpause nochmal. Amine Harit auf der linken Seite, Flanke. Und Philipp Köhn ist da, hat den Ball. Insgesamt ist doch ganz gut hier. Wir haben keine Chancen zugelassen und gleichzeitig hatten wir sogar welche. Ne? Gerade hier reingucken. Ja, eine hatten wir und die war gar nicht schlecht. Die war sogar im Tor, aber dann abseits. Ha, schade. Aber so kann es laufen. Lastikas Mai, gelbe Karte und eine 4. Werden wir auswechseln. Den Rest lassen wir erstmal drin. Bin bisher hier zufrieden. Also das kann so durchaus gerne weitergehen. So. Wir gucken uns das hier an. Stimmung ist gut bei uns. 17 von 20. Teamwork halt nicht. Irgendwie immer. Und ja, die Moral eigentlich auch nicht so verkehrt. Aber hier Ante Rebic, der ist sauer. Der ist irgendwie, keine Ahnung, was da los ist. Keine Ahnung. Egal. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ey, ich bin so gespannt, ob das hier mit der Aufnahme klappt. Ich will ja auch nicht neu aufnehmen, weil dann wäre es quasi neu laden und so Kram. Ne? Hatten wir damals bei Wiedenbrück immer mal und hoffentlich jetzt nicht mehr. Johannes Geis schickt jetzt Torgan Azar steil. Und dann schon wieder Bernd Deißler da. Der macht ja hier Grätschen, eine nach dem anderen, die richtig gut sind. Holt sich da den Ball. Und Ronny holt sich hier gelb und gibt auch noch 100 Meter. Rüdes Foulspiel gegen Ausstimmen im Strafraum. Das war plump, das war dumm. Ui, ui, ui. Jetzt 11 Meter in Gelsenkirchen. Azar legt den Ball zurecht, läuft an Tor. Ah, das ist bitter. Das ist sehr, sehr bitter. Dann müssen wir mal höher pressen und auch die Abwehrreihe ein bisschen höher setzen, damit wir hier noch gegen machen können. Lars Stindl versucht jetzt mal. Geht an Deißler vorbei und dann doch nicht. Er kann den Ball dann doch noch abklären. Maurizio Pochettino ist übrigens hier Trainer bei Schalke 04 und wir sehen, wie Hazard an Brendan Harley vorbei will. Dann soll man natürlich festhalten, gibt eine gelbe Karte, aber auch kein Tor. Ne? Das ist natürlich auch wichtig. Mann, Mann, Mann. Ja, wir werden mal wechseln. Galiev, mal wieder ein eher schwaches Spiel und auch Ivic nicht gut dabei. Ich glaube langsam, da stehen auch die Zeichen auf Abschied. Wir müssen jetzt hier Gas geben mal. Die Jungs müssen jetzt hier was machen. Abstöße mal weiter nach vorne kloppen. Eher so mittlere Pässe mal, nicht so ganz kurze. Vielleicht klappt das ein bisschen besser. So, unsere Wechsel sind vollzogen. Wir haben die 66. Minute und wir sehen Ronny Schumann, der die Hand hochlegt. Aber es ist kein Abseits. Stindl ist frei durch. Passt den Ball auf Schöpf, der legt sich den Ball auf die rechte Seite vor, zieht ab, Philipp Höhn ist unten und kann den Ball noch hinterher schauen. Zweimal der Ronny. Was ist denn da los? Erster Elfmeter, dann das nicht funktionierende Abseits-Konzept unseres Ronnys. Uiuiui, jetzt geht's los, Hansa geht unter, Hazard auf Harit, der macht 3:0. Also jetzt wird's bitter. Weiter so, sag ich ja. Falsch geklickt. Du kannst nicht weitergehen. Da müssen wir unbedingt noch was ändern. Eieiei, da hast du hier eine Woche Pause. Und dann denkst du, liebe Leute, das muss dann mal wieder hier funktionieren. Aber es funktioniert gerade nicht. So ist das. So ist das. So. Eieiei, ist das schwach? Ist das schwach? Nach vorne läuft gar nichts. Und wir werden jetzt hier zumindest mal auf der einen Seite die Außenbahn ein bisschen defensiver einstellen, damit wir hier irgendwie mal zu Potte kommen. Mann, Mann, Mann. Paul Barré jetzt.
zieht am Strafraum mal ab, endlich. Fährmann hält den Ball aber nicht fest, sondern Ecke. Gerton Harley bringt die Ecke rein und sie fliegt auf Willi Orbans Kopf, der köpft sie wieder raus. Eieiei, das war echt nichts. Lukas Scholz mit einem Krampf. Ja, fragt man sich warum, so viel sind sie ja nicht gelaufen. Markus Niehammer kommt rein für Giovanni Truppe, der ja auch bei uns schon gespielt hat. Und Niehauer, ja, eher eine rustikalere Sorte, wie er aussieht. Ne? Viele Fans gehen jetzt schon aus der Arena und wollen schnell nach Hause. Sehen nicht mehr, wie Thilo Kehrer hier den Ball von Brandon Harley zur Ecke klären kann. Und deshalb Brandon Harley nochmal die zweite Ecke reinbringen kann auf Paul Barrés Kopf. Und dann knapp neben uns Tor. Dann könnte er wenigstens so ein Ding mal reinplumpsen noch. Damit wir hier nicht ganz so beschissen dastehen. Lars Stindl versucht jetzt. Ronny nimmt ihn den Ball ab. Stindl fällt, aber diesmal kein Elfmeter. Diesmal war es auch nicht so plump, hat er gut gemacht. Aber eben das Eieiei, das war übel. Das war übel. Das war hier der Anfang vom Ende. Geis bringt die Ecke rein und Deißler bringt sie wieder raus mit dem Kopf. Das ist hier ein richtig starkes Spiel von Deißler. Unsere Offensiv-Marionetten, unsere Strippenzieher sind im Moment gar nicht zu gebrauchen. Hier in diesem Spiel zumindest Galev und Poncio, beide richtig schlecht. Geist auf Kenan Koko und dann Niklas Neumann. Jetzt geht man nach vorne. Poncio bekommt den Ball. Aber Jan, der Schuss, ja, hat er keinen Wumms hinter gehabt. Schade drum, schade drum. Uiuiui, 0:3 nach einer Woche Pause, fast eine Woche. Also das Comeback hätte ich mir doch anders gewünscht, muss ich sagen. Schade, schade, Schokolade, der Gerry geht baden. Und ja, hier sieht man, die individuelle Klasse hat sich dann doch durchgesetzt bei den Knappen. Die Ergebnisse, wir gucken. Bayern gewinnt gegen Augsburg im Derby. Leverkusen verliert gegen Stuttgart. Hoffenheim unentschieden gegen Frankfurt. HSV 5:1 gegen Mainz, die mal kurz abgeschossen. München geht baden gegen Bremen. Gladbach unentschieden gegen Berlin, Leipzig, Dortmund auch unentschieden und Nürnberg, Wolfsburg ebenfalls unentschieden. Viele Remis an diesem Spieltag. Gucken mal, Bayern rutscht wieder an Dortmund vorbei. Ja, okay, hier oben wird es immer enger. Also das wird spannend hier in den im letzten Drittel der Saison. Hoffenheim, Bayern, Dortmund. Dann haben wir Stuttgart, Überraschung, Gladbach und Leverkusen hier am Start. Wir sind ein bisschen abgestürzt von 9 auf 11, aber auf 11 gehören wir hin. Das wäre auch nicht verkehrt, wenn wir da bleiben. Ist alles gut. Zitat des Tages. Ich bin nicht überrascht vom Sieg, daher gibt es keinen großen Grund zum Feiern. Der Präsident Jens Meyer. Was ist da los? Mann, Mann, Mann. Tim H. aus Rostock sagt übrigens, der Gegner war stärker, aber unsere Spieler sehen besser aus. Ja, unser Trainer vor allem. Ne? Der sieht ja richtig gut aus, sag ich euch. Den sehe ich ja jeden Morgen. Und wenn ich das dann sage, dass der gut aussieht, dann könnt ihr mir das glauben. Ich bin da Profi drin. Ne? Im Angucken meines Spiegelbildes bin ich der Profi. Kann mir keiner was. Ja, ansonsten hier eine ganz interessante Mischung wieder in der Hälfte des Tages. Viele Neuankömmlinge dabei. Willi Orban das erste Mal, natürlich gegen uns. Und Fährmann natürlich auch das erste Mal in dieser Saison in der Hälfte des Tages. Und gegen wen? Natürlich gegen uns. Wobei man auch sagen muss, wir hatten nicht so viele Chancen. Beste Spieler, gucken wir auch rein. Aller schießt sich alleine nach vorne. 22 Buden am 22. Spieltag. Und er hat offensichtlich nicht jedes Spiel gemacht. Also das ist auf jeden Fall eine Ansage. Ganz stark. Ach, was bin ich froh, dass es hier weitergeht. Und ich bin froh, dass es beim FM20 weitergeht mit dem Editieren und so. Und ach, da kommt was auf uns zu. Wieder ein richtig toller Patch. Ja, auch die zweite hat verloren gegen Magdeburg. Wir gucken rein, was die Punkte so sagen, die Noten. Insgesamt hinten eigentlich ganz gut gestanden. Ne? Hätten wir vorne vielleicht mal mehr machen müssen. Knobloch zum Beispiel. Ne? Oder Bustugan, der hat zumindest ein Tor gemacht. Ne? Aber Alexander auch nicht das, was man sich erhofft hätte da in diesem Spiel. Bursogan, neue Erfahrungsstufe gesammelt. Sehr schön, wunderbar. Die erste Mannschaft ist nicht vollständig aufgestellt. Ja, Ronny, fehlt gelb gesperrt hier. Oho. Oho, oho, so sieht's aus. Und Ante Rebic, ich habe keine Ahnung. Wenn das so weitergeht, würde ich sagen, dann müssen wir den mal irgendwie, weiß ich nicht hier. So geht's doch nicht weiter. Wir lassen den jetzt hier schon. Ja, nachdem die Ante Rebic ordentlich die Meinung gesagt haben, schließt er endgültig mit dem Verein ab. So, dann sage ich mal Folgendes. Das ist ja wie in der Realität hier. Ist ja unfassbar. Spieler anbieten auf gut Glück. Einfach mal hier 6 Millionen wollen. Und dann kann der hier irgendwo hin. Und ja, von mir aus, zweite Bundesliga, da wird es wahrscheinlich niemanden geben.
gucken wir hier mal hin. Ist auch kein. Ja, PSG wird auch nichts reißen hier. Die sind allzu stark. Also Russland, die sind doch immer mal für so Jungs da zu haben. Auch nicht. Hier auch nicht. Und in Österreich, Austria Wien. Bin ich interessiert. Wieder Agenten mal wo auftragen. Gucken wir mal, ob da ihr... Oh, falsche Button. Ob da irgendwas bei rumkommt. Ja, also das war nix. Nächstes Spiel ist gegen Stuttgart. Das ist schon wieder ein machbarerer Gegner. Wir gucken, wie das laufen wird. Und wir sehen, wie Garcia hier zu Roter Stern Belgrad wechselt. Ansonsten keine sehr interessanten Wechsel. Soweit so gut. Gut, alles klar. Gucken wir uns an. Die Schwaben laden ein und den müssen wir jetzt mal irgendwie was ins Tor da reinschießen. Das hat jetzt nicht so gut geklappt in der letzten Zeit. Vielleicht auch nochmal mit zwei Spitzen spielen. Wir sind auswärts. Könnten wir vielleicht mal machen. Zwei Spitzen, aber dafür die Außen ein bisschen zurückziehen oder so irgendwas. Ah, fällt mir vielleicht noch was ein. Gucken wir uns an. Und dann bin ich auf FM20 gespannt. Einfach richtig gespannt. Ach hier, im Ben & Jerry's Stadion zu Stuttgart sind wir und hören schöne Musik. Stuttgart ist Fünfter, stärketechnisch, und sind Vierter. Läuft doch bei denen. Und bei uns läuft, wie gesagt, immer noch ganz okay. Erster Platz ist genau das, was wir brauchen. Leipzig gegen Gladbach, Mainz gegen Bayern und Wolfsburg gegen Hoffenheim. Es bleibt zu sagen, dass wir zusätzlich noch zu unserem Spielstand hier einen Bundesliga-Spielstand haben, der heute am Freitag wieder losgehen wird. Also, ne, der richtige Bundesliga halt, meine ich. Ne? Ich bin gespannt. Die Bayern bekommt mit Leipzig zu tun. Das wird interessant. Interessant, ja. Gucken wir mal. Die zwei Mannschaften sind doch, ja, sag mal so, Teams, die oben mitmischen wollen, ne? Tja, kann man glaube ich so bei beiden Mannschaften so sagen, ne? Unterschiedlicher Manufaktur natürlich, aber trotzdem so, dass sie jetzt nicht sagen, ja, wenn wir nicht europäisch spielen, ist auch nicht schlimm. Von daher gucken wir, was die sich geben. Ich habe ja das Gefühl, dass die sich richtig auf die... Oh, ich bin gerade selbst nicht zufrieden. Okay. Oh, jetzt werden wir... Jetzt müssen wir hier aufpassen, was wir hier so machen. Aber ich hoffe auch vor allen Dingen, dass das hier mit der Audio gut hinläuft. Ehrlich gesagt, meine Lieben. Hoffe ich. So, wir müssen hier mit der zweiten Mannschaft auch nochmal reden. Da ist irgendwie auch einiges im Argen. Da können wir auch mal hier sowas sagen hier. Gewinnt sogar 3 Moralpunkte. Wunderbar. Möchte sich verbessern. Das sind doch immer schöne Ziele. Ich kann keine weiteren führen. Dann machen wir das nächste Mal weiter. So, was haben wir noch hier? Scouting abgeschlossen. Bustugan verletzt. Für 4 Wochen fällt er aus. Ah, doof. 3 Tage der Mai. Scouting abgeschlossen von denen. Kein Spieler an Rebic interessiert. Der ist wahrscheinlich zu alt und zu viel Geld hier. Dann machen wir anders. Gehen wir runter. Und gucken mal, ob Frankfurt den wieder haben will. Nicht interessiert. Schade. Schade. Schokolade. Bei 5 Millionen? Da muss doch jetzt mal hier einer kommen. Rebic kommt zu spät zum Training. Schade, dass der jetzt hier so abkackt. Aber es musste mal gesagt werden, der spielt hier reihenweise durch und dann ist der nur am Meckern. Dann muss man mal sagen, so geht das nicht. Oh, die zweite Mannschaft. Richtig viele verletzt. Der zweite. Gesin. Ah, aber noch so ein OM geht, ist auch schwierig. Machen wir mal so. Zweite, die. Wo sind die denn jetzt hier im Moment? Ergebnisse, gucken wir mal rein. Sind hier 5. gewesen, jetzt 6. Das ist doch wunderbar. Die haben doch gar keine Probleme da. Serge Gnabry natürlich. Der mit den meisten Toren. Das ist so wahllos. Das ist so geil. Dass der hier jahrelang in der zweiten steht. Ja, guck mal hier, Rebic. Sehen wir hier unten, Transfermarkt. Da kriegen wir ein Angebot. 4,8 Millionen. Da kann er gehen, meine lieben Freunde. Da kann er gehen. Tschüss. Nach der Woche kann ich hier keine Mimosen gebrauchen. Ehrlich. Wenn ich eine Mimose gewesen wäre hier, ne, dann wäre hier auch heute keine Folge da und so. Also. So, geht raus, spielt ordentlich Fußball. Auswärts ist das ja so eine Sache mit dem Fußballspiel. Konzentration bitte.
testen die Taktik ohne Vorgaben beim 4-4-2-System. Gucken wir, wo es hinführt. Wir haben keinen Spielmacher, wir haben keinen Sturmtank. Erstmal. Und wir sehen, wie Philipp Max, der Linksverteidiger der Stuttgarter, sich verletzt und raus muss. Kapselprellung im Zeh. Eine Woche fällt er aus, bestimmt. Dafür kommt Tolgail Ali Aslan. Ich glaube, das ist kein gelernter Linksverteidiger, meine lieben Stuttgarter. Hat er eine 58. Also wir müssen eigentlich versuchen, über die rechte Seite zu kommen. Das wäre doch jetzt eine gute Umstellung. Guck mal, da denkt er mal mit hier. Rechte Seite, da versuchen wir hinzukommen, weil die rechte Seite ist ja logischerweise die linke Seite der Stuttgart. Flanke von der linken Seite jetzt von den Stuttgartern. Jürgensen setzt sich gegen Chizos durch und dann auch sagt wieder auf die Mitte. Aber der Gegenangriff. Harley bringt sie scharf herein. Sebastian Wienken, der ehemalige Rostocker Aufstiegskeeper mit der Parade. Saglam und Chizos gehen da ins Duell. Und Chizos hat da irgendwie den Ellbogen im Gesicht. Und es gibt Freistoß für uns. Na gut. Ecke danach für die Stuttgarter, kommt nichts raus. Jetzt Bretton Halle. Der kommt immer mal wieder weiter mit nach vorne in der letzten Zeit. Finde ich gut. Halle jetzt flankt rein. In der Mitte ist Taxinidis. Und dann ist Paul Bareda. Nein, Taxinidis kriegt den Ball noch geklärt. Er hat sich da ein bisschen um seine eigene Achse gedreht. Leichte Stand-up-Comedy. Aber das ist doch bisher ganz gut, was wir hier machen. Freistoß jetzt von Sebastian Rudi, legt sich den Ball zurecht, täuscht einen Schuss an, spielt ihn aber jetzt zu Nikolai Jürgensen und der Stürmer fehlt im Abseits. Ja gut, Konzentration. Bisher läuft's gut. Ganz okay, was wir hier so machen. Und hoffentlich... Oh, Nikolai Jürgensen will in den Strafraum eindringen und da kommt Chizos. Der schubst ihn da um. Es pfeift der Schiedsrichter. Strafstoß. Gibt's doch nicht. Zwei Spiele, zwei Strafstöße gegen uns. Das kann doch nicht sein. Warum? Warum kriegen wir denn nicht mal die Elfmeter? Rudi legt ihn sich zurecht, läuft an. Philipp Grün hält den Ball. Der hält den Ball fest. Unfassbar. Sehr gut, Philipp Grün. Ganz, ganz stark hier. Der hat auch eine 84, ey. Was ist das für ein Typ? Mann, Mann, Mann. Es steht noch 0-0. Glücklicherweise. Und 3 Minuten Nachspielzeit. Was ist denn da? Ist die Uhr kaputt oder was? Ach ja, ja, soweit. Weiter Einwurf jetzt von Grauer. Wienken kommt aber heraus. Der kennt ja auch unsere ganzen Pappnamen. Der weiß, was wir hier vorhaben. Und liest das Spiel, hat den Ball, aber kann mit dem Ball dann nichts anfangen. Kai Harders, Selke. Ja, Offensive ist im Moment schwierig, aber insgesamt ist das hier ein ganz gutes Ergebnis. Wir werden mal so weiterspielen und uns das angucken. So. Lanzini legt hier auch Benyadara ab, der verzieht und er wendet zur Elano. Ist richtig sauer auf sich selbst. Und jetzt nochmal Rakip. Schon wieder auf Benyadara da. Brandon Harley und Deisler. Ja, holen sich den Ball. Konzentration. Wir gucken mal, was wir ändern können. Auf der rechten Seite könnten wir. Weiß nicht, wen könnte man da bringen? So viel haben wir gar nicht. Brandon Harley könnten wir da bringen. Vom Ingelmann. Ja, das ist schwierig. Ne? Wir haben hier nämlich eher so die offensivere Variante. Aber ich habe das Gefühl, das wäre ein bisschen sehr offensiv hier. Eigentlich, ich habe ja auch keinen Bock jetzt hier Gegentore zu kassieren. Ne? Änderungen zurücknehmen, bitte. Änderungen zurücknehmen. Blackman, wie sieht es mit dem aus? Auch so mittelmäßiges Spielchen. Kommt Lukas Scholz mal rein. Und wir stellen in der Taktik mal um auf Sturmtank Selke. Flankenposition hier so und Flankenhöhe so ja, hier so und das machen wir da so noch ein bisschen hin. Ja, wobei, ne, eher mitten rein. Und der Rest, ach hier, der Einsatz, ja, das verpasse ich manchmal, wenn man hier diese Daten lädt, die Taktiken, dann ist der Einsatz irgendwie immer bei 75%, egal wie man vorher gespeichert hat. Naja, gut, gucken wir uns mal an. Bisschen was taktisch umgestellt, kleine Feinheiten, aber vielleicht bringen genau die Feinheiten uns jetzt hier mehr Chancen im Spiel. Das wäre wünschenswert. Halbe Stunde haben wir noch. Wahrscheinlich in Mühltime wirklich eine halbe Minute. Wir gucken mal. Pavard kommt für Arnautovic und Teodorcic kam für Jürgensen. Teodorcic, so. Theodorcic geht jetzt in den Strafraum rein, schießt und dann Köhn
kann die Kugel nicht festhalten und das ist Jesus da. Lanzini wollte gerade einschießen und der alte Mann grätscht den Ball zur Ecke. Die kommt jetzt von Rudi in die Arme von Köln. Da werden sie hinten richtig, ja, gehen da einfach zusammen hin und klären das Ding. Köln und Jesus. Klasse. Larré versucht jetzt gegen Taxidis, aber ja, kommt ein Straucheln, wird den Ball nicht verarbeitet. Ist jetzt nichts Wildes gewesen. Sebastian Rudi bringt die Ecke rein, guckt aber erstmal, findet aber nur Jesus. So ist das. Gut, auf der linken Seite, wie sieht es da aus? Haben wir da eine Alternative? Niklas Neumann, 71, das ist auch zu wenig eigentlich. Wir könnten aber mal gucken, der Harley macht ein ganz gutes Spiel. Ist offensiv ja auch immer mal dabei. Und dafür können wir mal Stenzel reinbringen hier. Werden wir mal sehen, ob das vielleicht besser läuft. In die nächste Ecke übrigens von Rudi auf Theodor Cic und der Kopfball geht weit am Tor vorbei. Aber weiter so, es ist ganz okay, was wir hier so bringen. Und hinten sind wir richtig, stehen wir richtig gut. Hier guckt euch die Chancen an. Drei große Chancen, drei mittlere und sieben kleine. Jetzt für Stuttgart über Rakip und Peña Rada. Oh, Jesus, der macht ja ein Bombenspiel. Das ist monatelang gekickt, und dann macht er hier ein klasse Spiel. Hebt die Abseitsfalle, genauso wie sie da sein muss. Klasse. Larré haut hier Benjamin Pavard um beim Aufbau des Spiels. Opfert sich da, kriegt eine gelbe Karte. Kein Gegenangriff. Wunderbar. Unentschieden gegen Stuttgart, muss ich sagen, würde ich sogar mitnehmen. Und hoffentlich passiert jetzt hier auch nichts mehr. Saklam schickt Aslan weit. Deisler lässt sich da ausspielen. Aslan flank auf Theodor Cic. Und der macht das Tor. Ah, gerade noch gesagt worden, passiert irgendwie nichts. Und dann machen die das 1-0 in der 83. Minute. Aber Konter jetzt über Poncio. Der Ball kommt zu Harley. Flankt nach innen. In der Mitte ist dann Pavard vor Selke da. Ecke. Mann, Mann, Mann. Nochmal alles nach vorne jetzt hier. Die Ecke kommt irgendwie bei Poncio an. Und er schießt. Ah, 2 Meter am Tor vorbei. Ah. Bitter, bitter. 2 Spiele, 2 Niederlagen. Herzlich willkommen zurück beim Hansa Rostock Let's Play, lieber Gary. Klasse, super Sache. Oh Mann, aber es waren jetzt auch 2 Auswärtsspiele gegen stärkere Gegner. Die Abwehr stand echt gut, aber vorne läuft gerade zu wenig. Müssen wir mal gucken, was wir da uns noch Neues ausdenken können. Borussia Dortmund gewinnt gegen 1860 München. Die sind abgestiegen, die sind weg. Ganz weg sind die. Ganz, ganz weg. Ganz weit weg. Wolfsburg gegen Hoffenheim unentschieden. Hertha BSC 6-0 gegen Nürnberg. Wer hat die ganzen Dinger denn gemacht hier? Oh, es gab noch eine rote Karte für die Glubberer. Und dann hier Dreierpack Ramirez, 2 Tore, Dutsch. Oha. Mann, Mann, Mann. Dann macht dieser Ramirez 3 Vorlagen und 3 Tore und 1 Vorlage. Kriegt eine 1,5. Also ich bitte euch. Was ist denn da los? Mann, Mann, Mann. Augsburg verliert zu Hause gegen Schalke. Frankfurt gegen Leverkusen unentschieden. Bremen verliert gegen den HSV im Nordderby. Leipzig unentschieden gegen Gladbach. Haben die Leipziger nicht irgendwie hier gerade so eine Unentschiedenphase? Ja, 2-mal jetzt hintereinander. Okay. Mainz, Überraschung, guckt euch das mal an. Gewinn gegen Bayern München. Und springt auch an uns vorbei. 2-1 Sieg von Mainz gegen Bayern München. Melvin Trinks, ja dafür gibt es aber ein Spielerbild, mein Lieber. Aber sowas von. Melvin Trinks. Trinks aus das Bier, mein Freund, nach diesem Spiel. Aber hallo, sowas von. Das ist ja unfassbar. Und wer hat das Tor bei den Bayern gemacht? Malcolm noch, okay. Ja, Bayern dann auch nur noch Dritter. Dortmund Zweiter. Wir sacken ab, sind gestartet auf Platz 9 und sind jetzt mittlerweile auf 13. Aber nächstes Spiel kommt hier Mainz. Ja, super. Die sich gerade gegen Bayern München tolles Selbstbewusstsein holen, die kommen jetzt. Ja, super. Wunderbar. Klasse. Aber die haben gegen HSV verloren. Hier gegen die Schwachen. Man sieht es. Gegen die schwachen Teams haben die halt gewonnen. München, Nürnberg, München. Also können wir hier gewinnen. Nee. Ist natürlich nicht ganz so richtig. Ne? Also Bayern München ist natürlich kein schwaches Team. Aber ist trotzdem witzig. Guck mal, es sind alles so südlichere. Ich hätte fast schon südländische Vereine gesagt, ne? So auf der Deutschlandkarte hier. Also die Süddeutschen hier mit München, mit Nürnberg und mit München, die
liegen den Mainzern, während hier Hamburg zum Beispiel denen nicht gelegen hat. 1:5 und ich sag mal so, Rostock ist näher an Hamburg als an München. Und so geografisch so auf einer Linie, sag ich mal. Fußballerisch will ich mal nicht kommentieren. Zitat des Tages, wir müssen es durchziehen bis zum glorreichen oder bitteren Ende. Robert Reisinger von 1860 München. Aha, aha. Was auch immer das heißen mag. Gut, hier ist die Elf des Tages. Ramirez natürlich hier in der Elf des Tages, auch wenn es nur eine 1,5 war. Und er hat sein Punktekonto mal verdoppelt. Das heißt, so richtig geil ist er auch nicht in dieser Saison bisher gewesen. Und auch hier, da Dutsch, 0 Tore gehabt, jetzt 2. Also, da hatten hier auf jeden Fall die blinden Hühner einen richtig guten Tag bei den Jungs. Beste Spieler, wir gucken. Oh, da hat er ganz weit gar nichts getan hier. Erst hier Melvin Trinks, der Bayern-Bezwinger, der dann da hochgerutscht ist. Stuttgart, bestes Team im Winter. Und wir werden jetzt demnächst hoffentlich diese Folge erweitern können mit einer neuen Folge. Und ich hoffe, dass dieses Spiel nicht irgendwie jetzt demnächst hier friert. Ich habe so Bedenken, weil ich mir immer mal vorstellen kann, dass es nicht so gedacht ist, dass man sein komplettes System drüber kopiert und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. 4-0 gewinnt die zweite Mannschaft gegen Wien Wiesbaden mit einem Eigentor von Sebastian Neumann, Pauls Tor, Aliala und Steven McKean. Ja, und der Georg Gattas mit 1,5. Klasse, klasse, klasse. Klasse Sache. Ja, meine Lieben, dann freue ich mich, dass ich wieder irgendwas hier auf die Beine bringe. Und ja, hoffe, dass ich von euch Kommentare bekomme, dass wir uns mal unterhalten, wie das so läuft. Und wir schicken erstmal den hier auf jeden Fall in Rente. Zumindest was die Karriere bei Rostock angeht. Vertrag unterzeichnen, weg damit. Hat mich richtig genervt hier. Ante Rebic. Ist echt wie in der Realität. Da hat er nachher am Ende die Frankfurter auch eher genervt, als erfreut. Oh, die Europa League, dritte Runde. Die Gruppenphase ist überstanden. Die erste K.O.-Phasenrunde ist passiert. Und Rapid Wien hier mal mit einem Ausrufezeichen gegen West Ham United ist weitergekommen. Lissabon bezwingt Nizza. Athletic Bilbao gewinnt gegen Rotterdam. Chelsea ganz locker gegen Beşiktaş weiter. Neapel, knapp gegen St. Petersburg weitergekommen. Austria Wien schickt FC Schalke 04 nach Hause. Das ist ein Paukenschlag. Die Schluchten, scheiße, hätte ich bald gesagt. Nimmt mir nicht übel, ich meine es freundlich oder freundschaftlich, sagen wir so. Gewinnen hier gegen, ja, diese komischen Untertagemenschen, ey. Ja, ich sag euch, Frischluft ist besser als, oder Bergluft ist besser als Minenluft. Warum gewinnen sie einfach mal? Krass. Inter Mailand gewinnt gegen Everton. Fenerbahce gewinnt gegen Dynamo Kiew. Sociedad gewinnt gegen Twente Eschede. Genau, und hier holländische Mannschaft. Alkmaar gewinnt gegen ZSKA Moskau. Genua schickt Piräus nach Hause. Stuttgart, ein deutscher Verein, kommt weiter gegen Panathinaikos Athen. Benfica Lissabon bezwingt Malaga. Udine Calcio gewinnt gegen Olympique Lyon. Das ist auf jeden Fall auch eher ungewöhnlich, hätte ich nicht so gedacht. Lazio Rom gewinnt gegen Saint-Étienne. Und AC Mailand gewinnt, oh, mehr oder weniger easy peasy gegen Eindhoven. Nächste Woche Freitag kommt FIFA 20. Ich bin gespannt. Dieses Jahr werde ich nicht so viel Zeit in FIFA 20 verbringen können wie in FIFA 19. Einfach deshalb, weil sich ganz viel in meinem Privatleben ändern wird. Schöne Sache passiert. Tja, bin auch gespannt, wie es hier mit dem Let's Play weitergehen wird. Ob ich das so regelmäßig hinkriege. Mal gucken. Mal gucken. Und wenn nicht, nimm es mir nicht böse. Passieren tolle Sachen bei mir gerade. Rostock gegen Mainz ist das nächste Spiel und da müssen wir gewinnen. Da sind wir 50 Punkte besser und wir spielen zu Hause. Und ganz ehrlich, ich würde sagen, wir haben jetzt eben mit Barré gespielt. Jetzt spielen wir mal offensiv mit Selke. So. Und bringen Barré mal als den Mann zum Einwechseln. Warum ist jetzt hier Chizos auch noch moralisch nicht so top dabei? Der hat doch gerade super gespielt. Ich habe ihn gelobt und so. Ach, Leute, Leute, Leute. Immer diese Leute. Gut, wir nehmen Kai Harders noch mit. Und dann werden wir im nächsten Spiel so auflaufen hier. Ganz klipp und klar. Mit vollem Einsatz. Mit, ja, hier so eine 46er-prozentigen
und einer 55-prozentigen Abwehr hier. Spielmacher machen wir natürlich Kübler. Ohne Vorgaben erstmal. Selke ist natürlich hier der Mann, den wir anspielen wollen, und zwar hoch. Die Flanken kommen hier einfach frühzeitig. Und dann gucken wir mal, wie das so läuft mit dieser Aufstellung gegen Mainz. Spiel abgesagt der zweiten Mannschaft, okay, von mir aus. So, Patrick Ludewig drängt sich auf. 68 ist noch leider zu schwach, mein Lieber. Leider zu schwach. Trotzdem, wir sind ja nicht böse hier, ne? Andrejewitsch, können wir mit ihm schwätzen. Dann sagen wir hier alles Gute, mein lieber Freund. Immerhin sagt er, wir hätten Stil und kriegt 5 Moralpunkte dazu. Und ja, was könnte man noch machen, bevor ich jetzt hier... Ach, ich freue mich einfach so, ne? Deshalb will ich noch ein bisschen schwätzen, dass das hier alles jetzt endlich mal wieder funktioniert hat. Mann, Mann, Mann. Das hat mich aber auch genervt, Mann. Richtig genervt. Jonas Buhr, zack, gewinnt 3 Moralpunkte, weil ich sage, du hast einfach gut gemacht. Du hast das gut gemacht. Richtig klasse. Und was ich dann auch noch mich gefreut habe, dass wir hier, oder dass ich hier die Spielerbilder auch noch gefunden habe und alles. Oh, ich hatte so einen Schiss, dass alle meine Spielerbilder weg sind. Ich habe ja so eine riesen Auswahl gerade an den Generierten, die ich mir zusammengesucht habe von ganz vielen tollen Leuten aus dem FM-Forum. Und da wäre ich echt, echt sauer gewesen, muss ich sagen. So auf mich selbst, ne? Dass ich mir das nicht mal gespeichert habe. Und jetzt habe ich es natürlich gespeichert, nämlich auf der externen Festplatte noch. Alexander will übrigens in die erste Mannschaft hoch. Müssen wir mal gucken. Das wäre eigentlich eine Idee, ne? Dass wir den auch mal so langsam hochballern in die erste Mannschaft. So, was trainiert der hier? Schusskraft, ist das richtig hier? Schusskraft kann man auf 75. Der muss nämlich mal die Sachen trainieren, die hier für Stürmer sind, mein lieber Freund. Keyplayer ist das. Ah, 23 Spiele, 21 Tore. Vielleicht lassen wir den diese Saison einfach nur in der zweiten Mannschaft drin. So, und der Gary sagt auf Wiedersehen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Es wird gespeichert hier. Und ja, bis dann, meine Lieben. Tschüssi.